Natürlich wäre es schön, wenn wir uns wieder ähnlich gut präsentieren können wie in Pyeongchang. Ich habe jetzt natürlich keine konkreten Ziele, weil jeder Wettkampf ist was anderes und jeder Wettkampf startet halt auch bei Null. Aber ich denke, wir sind da durchaus konkurrenzfähig. Peking ist eine Bahn, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und von daher freue ich mich drauf. Ich bin niemand, der jetzt sagt, wir werden jetzt das und das. Wir werden einfach mal schauen. Die Bahn liegt mir, die Bahn macht mir Spaß. Wir haben sehr, sehr gutes Material, aber es sind natürlich auch, wie gesagt, Olympische Spiele, die ein bisschen ihre eigenen Regeln schreiben. Und gerade jetzt die letzten 2 Jahre durch Corona ist natürlich alles deutlich schwieriger geworden und auch nicht so abgelaufen, wie es normalerweise vor Olympischen Spielen der Fall wäre. Es ist natürlich schön, dass die Frauen jetzt irgendwo auch einen zweiten Wettkampf haben. Monobob ist für mich jetzt kein Ersatz für einen Viererbob, weil, wie gesagt, im Viererbob werden 4 Medaillen gewonnen und im Monobob halt eine. Und das halt auch noch durch die gleiche Person, die sehr wahrscheinlich im Zweier dann da startet. Das ist dann natürlich nicht wirklich Gleichberechtigung, aber im Endeffekt ist es natürlich schön zu sehen, dass es wenigstens versucht wird, irgendwo mal Gleichberechtigung herzustellen. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Sportarten im Wintersport, die da noch ein bisschen hinterherhängen.